Ja, danke schön und hi erstmal zusammen. Ich hoffe, ihr konntet den Tag auf der Messe bisher genießen und ich hoffe, ich kann dazu vor allem auch ein bisschen beitragen. Und genau darum soll es heute auch so ein bisschen ergehen, Erlebnisse zu schaffen. Erlebnisse, wie wir hier auch ganz viele sammeln. Und da, finde ich, ist der hybride Cloud-Ansatz ein super Mittel für. Kurz noch ein, zwei Worte zu mir, denn genau damit beschäftige ich mich tagtäglich. Erlebnisse zu schaffen und vor allem, wie wir Erlebnisse übermitteln können als Business Development Manager bei uns bei Avaya. Den QR-Code gerne scannen, kommt am Ende aber nochmal. Und ich möchte diesen Vortrag heute auch ein bisschen wie eine Customer Journey gestalten. Customer Journey lesen wir hier überall und ich möchte vor allem auch am Anfang anfangen. Wo befinden wir uns denn überhaupt? Wo möchten wir am Ende der Reise hingehen? Wie können wir Kundenerlebnisse am besten schaffen, am besten aufbereiten, sodass wir nicht nur unsere Kunden am Ende zufriedenstellen, sondern auch uns selbst als Mitarbeiter, wie ich es einer bin, natürlich auch, dass die Geschäftsführung am Ende zufrieden ist und das Ganze wirtschaftlich ganz gut aussieht. Und da würde ich ganz gerne mal vorne beginnen. Wo stehen wir denn überhaupt? Und im Rahmen der letzten Jahre haben wir super, super viele Veränderungen am Markt festgestellt. Und ich denke, einige dieser Begriffe, die hier auftauchen, sind für Sie täglich Brot. Da möchte ich aber trotzdem ganz gerne nochmal darauf aufmerksam machen, darauf eingehen. Denn diese Veränderungen passieren weiter und weiter und weiter. Und das können verschiedenste Gründe haben. Es können positive Veränderungen sein, aber auch negative. Und mit dem würde ich gerne mal anfangen und es danach so ein bisschen ins Positive zu bewegen. Denn natürlich gibt es Krisen, in denen wir uns befinden. Die Pandemie, durch die wir alle durchgegangen sind, wo sich natürlich neue Herausforderungen ergeben. Oder zum Beispiel Themen wie Homeoffice sich ergeben. Ich selbst arbeite einen Großteil im Homeoffice und ich bin ganz ehrlich, genau diese Vorteile, die sich daraus ergeben, Themen wie Work-Life-Balance, dass ich als Individuum meine eigenen Interessen vertreten kann, dass ich neben der Arbeit Sport treiben kann, dass ich auch mal einkaufen gehen kann, das ist meinem Arbeitgeber total egal. Aber ich kann es machen und das schafft für mich als Mitarbeiter eine Experience. Auch wenn es vielleicht im ersten Sinne eine Herausforderung darstellt, ist das eine Veränderung, die durchaus positiv ist. Und da gibt es zum Beispiel noch weitere Themen, wie zum Beispiel der schnelle technologische Wandel, der hier von der Messe nur so begleitet wird. Trendthemen wie KI, Cloud, Internet of Things. All diese Themen schaffen neue Möglichkeiten, nicht nur Business zu gestalten, sondern vor allem auch Erlebnisse zu schaffen, positive Erlebnisse. Und diese Themen kann man dann noch so ein bisschen weiterspielen. Trendthemen wie Nachhaltigkeit, As-a-Service-Modelle, die dadurch aufgekommen sind, die unseren Alltag heutzutage prägen, aber vielleicht in der Praxis doch noch nicht ganz so angekommen sind und uns vor Herausforderungen stellen. Ich habe gewisse Infrastrukturen bei mir im Unternehmen, die Asset-Legacy-Infrastrukturen, und die kann ich nicht von heute auf morgen einfach ersetzen. Denn auch so Themen wie Ressourcenknappheit spielen natürlich eine Rolle. Und wenn ich von Ressourcen spreche, geht es nicht nur um finanzielle Ressourcen, sondern es geht vor allem auch um personelle Ressourcen. Ich denke, Fachkräftemangel ist auch ein Wort, was heute schon oft gefallen ist. Und mit diesen Herausforderungen müssen wir leben. Da gibt es natürlich noch viele, viele weitere, aber ich will drei Kernthemen nochmal herausstellen. Und das sind jetzt keine Themen, die irgendjemanden vom Hocker hauen, um Gottes Willen. Aber gerade weil sie für jeden so bekannt sind, sind sie umso relevanter. Wir bewegen uns in einem Markt, der von Nachfragern reguliert wird. Ich als Kunde kann mir aussuchen, bei wem ich meine Contact-Center-Lösung kaufe. Ich kann mir aussuchen, wer mich im Kundendialog unterstützen soll und ich kann mir auch aussuchen, über welche Kanäle ich das machen soll. Das stellt nicht nur uns als Anbieter, sondern vor allem auch Sie als vielleicht Interessenten, als Personen, die diese Contact-Center betreiben müssen, die ihre Kunden mit einem positiven Dialog begrüßen müssen, die für die Kundenzufriedenheit essentielles, um zu überleben. Diese Herausforderung haben Sie auch. Es geht um steigenden Konkurrenzdruck. Die Mitbewerber ziehen nach. Innovationen, die an den Markt kommen. Mitbewerber, die durch Globalisierungen auch von Übersee heranschwappen. Wir sind zum Beispiel ein amerikanisch geprägtes Unternehmen, auch schon lange hier auf dem Markt tätig. Erhöhter Innovationsdruck, der dadurch entsteht. Ich muss schauen, dass ich innovative Lösungsansätze darstellen kann und vertreiben kann, um eben meinem Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Und nicht nur dem Kunden, sondern auch den Mitarbeitern. Denn auch die wollen bleiben. Ich habe zum Beispiel nicht die Herausforderung, mir den Arbeitnehmerkämpfering erarbeiten zu müssen. Ich arbeite da, wo ich Spaß dran habe. Ich arbeite da, wo ich möchte, weil ich als Fachkraft eben diese Flexibilität habe und diese Fluktuation beeinflussen kann. Das heißt, ich als Arbeitgeber habe natürlich auch ein Interesse daran, dass mein Arbeitnehmer bei mir bleibt.
Und dadurch ergeben sich dann eben kundenorientierte Produkte und Dienstleistungen, wie sie hier überall gezeigt werden. Ein zweites Thema, worauf ich gerne noch aufmerksam machen möchte, ist das ganze Thema Einsparungen und Knappheit von Ressourcen. Wie eben schon erwähnt, es geht nicht nur um Geld, um Budgets, die vor allem durch diesen steigenden Innovationsdruck auch immer, immer regelmäßiger gebraucht werden. Es geht vor allem auch um Personal, wie eben schon durch die Fluktuation erwähnt. Es geht um Zeit, die immer knapper wird, und es geht vor allem auch um Wissen. Geht so ein bisschen mit einher mit der Fluktuation. Mitarbeiter nehmen Wissen mit, wenn sie das Unternehmen verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Und dieses Wissen muss geschützt werden. Und da bietet die Cloud natürlich ein hervorragendes Beispiel für oder eine hervorragende Plattform, um dieses Wissen zu schützen. Der dritte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist nochmal die schnelle technologische Entwicklung. Wie schon gesagt, es kommen neue Technologien, es kommen KI, Themen, die den Markt überrennen und man in der Regel gar nicht hinterherkommt. Man hört diese Themen wie KI, Automatisierung hier überall, aber in der Praxis sieht es doch anders aus. In den wenigsten Unternehmen, und das merken wir bei unseren Kunden auch, die sind noch gar nicht so weit, um eine KI zu implementieren, um Prozesse vollends zu automatisieren, weil eben die Infrastruktur, und das wird bei Ihnen wahrscheinlich genauso sein wie bei uns auch, einfach jahrelang schon gesetzt ist und diese Schnittstellen gar nicht zur Verfügung stehen, um mit den neuen Medien von heute auf morgen zu arbeiten, ohne ein großes Investment zu tätigen, ohne auf die Ressourcen zurückzugreifen, die ja so wichtig für uns sind. Und daraus ergeben sich wieder neue Herausforderungen. Seien es die eine strategische Neuorientierung, will ich eher der Generalist sein, will ich eher der Spezialist sein, was ist das Geschäftsmodell, wo ich mich zukünftig bewegen möchte, wo ich vor allem auch die größten Chancen habe, mich zu erweitern, mich zu vervielfältigen. Und natürlich kommt es, wie schon eben erwähnt, zu vermehrten Investitionen. Ich muss up to date bleiben. Der Markt ist schnell, ich muss schnell agieren und das aber auch in regelmäßigen Abständen. Und das macht es eben nicht leicht, irgendwie marktfähig zu bleiben. Und das ist gerade im Kundendialog, wo wir nachfrageorientiert handeln, super, super schwer. Und wir bei Avaya, wir mögen dieses Wort Herausforderung eigentlich überhaupt nicht, weil wir diese Negativität dahinter nicht so schön finden. Und das rede ich persönlich auch genauso von, weil wir daraus versuchen, Chancen abzuleiten. Chancen, die von Trends auch abhängig sind, mit denen wir Mehrwerte kreieren können. Weil Herausforderungen ist auch bewusst gewählt, weil es keine Probleme sind, weil Herausforderungen überwindbar sind. Trends, die hier, wie schon eben erwähnt, überall auf der Messe zu finden sind. Es geht um Cloud. Die Vorteile der Cloud sind, denke ich, klar, die wurden schon mehrfach thematisiert. Eine gewisse Flexibilität, die ich hier haben kann, eine gewisse Skalierbarkeit. Aber gerade die Kombination mit den Legacy-Applikationen, die bei Ihnen im Unternehmen vorhanden sind, das ist, finde ich, der spannende Part. Es geht um Investitionsschutz, dass Ihre bestehende Infrastruktur nicht durch eine Cloud ersetzt werden muss, sondern dass die Infrastruktur genutzt werden kann, die Stabilität und die Vorteile dieser Infrastruktur mit in die Cloud gehoben werden können und man bestehende Kanäle, seien es Kommunikationswege, sei es Reporting oder sonstige Themen, genauso weitergeführt werden können, aber eben an die Cloud angebunden und man auch von diesen Vorteilen der Cloud profitieren kann. Es geht also nicht um ein Ersetzen, es geht um ein Erweitern. Und da kommen dann natürlich dann in dieser Welt viele, viele Themen miteinander zusammen. Workforce Engagement zum Beispiel oder Workforce Management. Gerade weil wir eben mit Fachkräften zu kämpfen haben und diese halten müssen, wollen wir diese natürlich auch effizient einplanen und mit diesen Ressourcen effizient haushalten. So kann ich zum Beispiel schauen, wann ist zum Beispiel ein hoher Traffic auf meiner Seite, der eine Facharbeiter, die fallabschließend arbeiten, ist zum Beispiel spezialisiert auf die Abwältigung oder auf die Bewältigung von Rückabwicklungen von Käufen. Der andere kennt sich so aber super mit den technischen Details von unserem Produkt aus. Und so habe ich verschiedene Experten. Wenn mich einer dieser Experten verlässt oder wenn dieser eine Experte mal krank ist, im Urlaub ist, habe ich eine riesen Lücke, die ich schließen muss. Und das ist eben durch Themen wie KI einfach zu beheben, weil die KI mich zur Fachkraft machen kann. Themen wie der Agent Assist, die hier dann eine Rolle spielen und mich zur Fachkraft weiterentwickeln. Workflows, die automatisiert werden können, weil einfache Anfragen nicht mehr vom Personal bewältigt werden müssen. Wenn ich jetzt meine Flugnummer für morgen zum Rückflug brauche, brauche ich keine Live-Person. Tut mir leid, aber wenn ich da
als Fachkraft sitze, bis ich die Flugnummer von ihnen rausgesucht habe, bis ich dann die Nummer eingegeben habe, dann habe ich die Uhrzeit, bis ich ihnen geantwortet habe, sitzen sie schon im Flieger oder haben ihn im schlimmsten Fall verpasst. Die KI ist da viel schneller und das ist auch nicht schlimm, weil die ersetzt mich in dem Fall überhaupt nicht. Im Gegenteil, die nimmt mir diese vermeintlich einfache Aufgabe ab und macht sie sogar besser. Was kann ich mit meinem Wissen, was deutlich darüber hinausgeht, also erreichen? Ich kann kompliziertere Fälle abschließen, die mir vor allem auch mehr Spaß machen. Und das sind diese Themen, die von KI automatisiert werden können und durch Analysen unterstützt und optimiert werden können. Und dazu kommt es dann am Ende natürlich auch noch zu Themen wie Work-Life-Balance. Wenn ich das Ganze jetzt auch noch aus dem Homeoffice machen kann, ist super, weil dann kann ich nebenbei, wie die Dame auf dem Bild zum Beispiel, noch eine Runde joggen gehen. Das bekommt der Kunde gar nicht mit. Und ich bin happy. Ich kann dann auch in meiner Mittagspause noch schnell einkaufen gehen und muss nicht noch irgendwie teuer im Büro essen gehen, sondern kann diese Themen alle miteinander kombinieren. Und das alles noch in einem As-a-Service-Modell zu verheiraten, macht es natürlich umso attraktiver, weil ich die Möglichkeit habe, auszuprobieren. Was sind Kanäle, die für mich besonders interessant sind? Was sind Arten der Kommunikation, die interessant sind? Was möchte ich automatisieren, was möchte ich nicht automatisieren? Und diese Flexibilität, die ein As-a-Service-Modell eben mit sich bringt, kann ich gerade in dieser Welt eben gut nutzen. Und am Ende, wie eben schon erwähnt, das Thema Self-Service. Ich als Kunde bin dankbar, wenn mir die Flugnummer in Sekunden von einer KI rausgesucht wird, anstatt von mir als Mitarbeiter, der vielleicht ein bisschen überqualifiziert dafür ist, aber trotzdem deutlich länger braucht. Ich denke, da stimmen Sie mir alle zu. Und genau aus diesen Punkten stellt sich jetzt die Frage, wo wollen wir damit eigentlich hin? Ich denke, es ist klar, die Trends sind klar, wir wissen, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Aber wie setzt man das in der Praxis denn jetzt um? Und vor allem, wie kann ich davon profitieren, ohne dass ich die angesprochenen knappen Ressourcen vollkommen über den Kopf hauen muss? Und da habe ich mal einen kleinen Slogan von uns mitgebracht. Der nennt sich Innovation Without Disruption. Denn darum geht es. Wir wollen diese Innovation schaffen, vor dessen Herausforderungen wir stehen. Aber wir wollen eben nicht diese Disruption, unsere bestehende Infrastruktur rauszureißen, eine komplett neue aufzusetzen, die uns viel Geld, viel Kraft, viel Nerven kostet, sondern wir wollen einfach was on top setzen, was unsere bestehenden Mehrwerte noch ergänzt und das am besten auch noch ohne Disruption. Und das ist genau dort, wo wir als Avaya ansetzen. Auf der rechten Seite, das erschlägt Sie jetzt vielleicht ein bisschen, das soll vielleicht auch so sein, sind diverse Themen, die wir genauso umsetzen können, in der Praxis und die wir an ihre Infrastruktur einfach anhängen können. Und ein paar Themen davon möchte ich jetzt nochmal hervorheben, weil die eben ganz gut zu den genannten Herausforderungen passen. Sei es die Anbindung von Conversational AI, sei es das Workforce Management, was ich eben erwähnt hatte, Echtzeitanalysen und Reportings, um eben auch in Echtzeit optimieren zu können. Ich sehe die eine Fachkraft oder auch Agent gerne genannt, ist vielleicht heute sehr produktiv oder habe halt eine längere Mittagspause, überhaupt kein Problem. Kann ich alles anpassen in Echtzeit. Super einfache Themen, um nachhinein noch zu optimieren und Bestehendes ohne Aufwand Mehrwerte zu generieren. Speech Analytics ist zum Beispiel so ein Thema. Im Vergleich zu den Analysen und Reportings, wo wir seit Dekaden schon wirklich stark drin sind, sage ich Ihnen ganz ehrlich, Speech Analytics können wir gar nicht so gut. Aber das ist auch überhaupt kein Problem und da verstecken wir uns auch nicht, weil da suchen wir uns die passenden Experten. Und das ist das, wo wir unsere Kompetenz eben aufbauen. Wir wollen gar nicht versuchen, alles selber zu machen, um nochmal zu diesem Spezialist-Generalist zurückzuspringen. Wir suchen uns die ganzen Spezialisten, die das super können und integrieren die einfach in unsere Plattform. Und das ist dann nicht ein neues Fenster, was aufpoppt, ein neues Pop-up und wieder hier und da, bis ich mich dann zusammengesucht habe. Nö, das steckt da mittendrin und transkribiert mir Themen, das erkennt Emotionen. Da suchen wir uns zum Beispiel die Experten von Verint. Da brauchen wir nichts erzählen, das wissen wir, denke ich, alle. Die können das super gut. Workflow Optimization, was dann auch daraus regeneriert, wie ich es eben schon genannt habe. Wir können einzelne Workflows einfach automatisieren. Da braucht es kein menschliches Einwirken mehr. Und am Ende halt natürlich noch das Thema Customer Journey. Da, wo wir alle hinwollen, das, was wir alles beantworten wollen. Die Customer Journey vor allem einzusehen. Wenn ich als Daniel jetzt einen Fall abschließe und Feierabend habe und mein Kollege übernimmt und der gleiche Kunde ruft nochmal an, mit dem gleichen Anliegen, boah, da wird es schwierig.
Jetzt sieht er aber in der Customer Journey, total egal, ob der mich angechattet hat, mich angerufen hat, mir eine Mail geschrieben hat oder mir eine Brieftaube vorbeigeschickt hat, kann ich das in der Customer Journey nachsehen, weil die mit dem CRM-System verheiratet ist und ich sofort an dem Gespräch anknüpfen kann. Der muss mir sein Anliegen gar nicht doppelt und dreifach erklären. Ich weiß sofort, worum es geht. Und wozu führt es? Zu glücklichen Kunden. Und diese ganze Palette, diese ganze Plattform, wie es eben genannt hat, nennen wir Avaya Experience Plattform. Das ist das, worüber das alles läuft, wo wir diese ganzen verschiedenen Welten ineinander verheiraten und wo wir am Ende eine vollständige Customer Experience draus wird. Jetzt ist es natürlich alles noch sehr theoretisch und die Frage stellt sich immer noch, wie kann das denn am Ende wirklich aussehen? Und da habe ich mal jetzt eine wirklich sehr, sehr simple Skizze mitgebracht. Und zwar befinden sich die meisten Unternehmen auf der linken Seite bei der aktuellen Infrastruktur. Da ist ein CRM-System, das funktioniert super. Da gibt es eine Legacy-Infrastruktur von Datenbanken, von verschiedenen Work- oder Callflows, die festgelegt sind. Und die funktionieren auch alle super. Aber die hängen alle irgendwo in verschiedenen Bubbles fest, sind vielleicht ein bisschen miteinander verknüpft, aber eigentlich sind es verschiedene Bubbles. Wo wir jetzt am Ende hinwollen, ist die Cloud. Aber keiner sagt, dass wir hier enden müssen. Wir können auch hier oder mittendrin enden, ganz wie es Ihnen passt. Und da würde ich auch gerne noch mal kurz ein Motto von uns einwerfen. Denn your choice, your pace, your success ist genau das, worum es am Ende geht. Der Weg dorthin und mit welchen Bausteinen der gegangen wird, das entscheiden Sie. Welche Themen in die Cloud sollen, welche Themen Sie addieren wollen, ob KI hinzugefügt werden soll oder nicht oder welche Themen auch immer, das ist Ihre Entscheidung. Mit Ihren Ressourcen, mit Ihrer Timeline, ganz wie Sie es möchten und vor allem unter verschiedenen Gesichtspunkten, die, denke ich, sehr, sehr wichtig sind, wie eben schon genannt, die Vorteile der Cloud. Wir haben eine unendliche Skalierbarkeit von KIs, die eingesetzt werden können, von Reports, die erstellt werden können. Das können Sie ganz nach Ihrem Belieben machen. Auch was Verfügbarkeiten angeht. Also ich muss irgendwann schlafen. Dem Bot ist es total egal. Der zieht durch. Auch das Thema Sicherheit. Ja, die Cloud stand oder steht so ein bisschen in der Kritik, was Sicherheit angeht. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns allen sind, ist das nicht der Fall. Redundanzen sind besser gegeben. Die Daten sind einfach wirklich sicher und gerade heutzutage ist das auch ein wichtiges Thema. Und natürlich ganz wichtig, wir wollen kosteneffizient und ressourcenschonend arbeiten. Und das ist dadurch eben gegeben. Ich habe das jetzt mal noch ein bisschen anders dargestellt, um das so ein bisschen greifbarer vielleicht zu machen. Wir haben jetzt hier verschiedene Instanzen in Ihrer Infrastruktur. Instanzen, die Sie vielleicht schon haben oder auch nicht. Sei es eine Socials, wie eine WhatsApp-Integration, Facebook, Instagram, TikTok, was auch immer Sie präferieren. Dann haben Sie vielleicht ein Stück KI oder vielleicht auch nicht, aber interessieren sich dafür. Wollen das zum Beispiel in einem Chat oder in einem Bot integrieren. Wollen daraus dann Analysen und Reports ableiten. Haben da vielleicht schon ein bestehendes System, was Informationen aus dem CRM-System abgreift, was aber noch ein großer manueller Aufwand bedeutet. Und diese Themen haben Sie entweder oder haben Sie nicht. Aber die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, ist, dass diese Themen gar nicht miteinander verknüpft sind. Und es da zu einem großen Mehraufwand kommt, wenn ich Themenreports einzeln bearbeiten muss, wenn ich meine Social-Kanäle umständlich irgendwie in mein CRM-System schleusen muss, aber erst recht nicht in meiner Customer Journey einsehen kann. Und wenn ich jetzt jemanden auf WhatsApp kontaktiere, weiß mein Kollege das vielleicht gar nicht. Und genau diese Themen, wie zum Beispiel auch Ihre interne Kommunikation über einen PBX-Client, sei es Microsoft Teams, mit denen wir übrigens auch zusammenarbeiten, wie mit Nuance, weil die können Hosting auch einfach viel besser als wir. Genau diese ganzen Themen können wir am Ende unter einem Dach vereinen. Und das ist das, was wir mit der Avaya Experience-Plattform nicht nur versuchen, sondern auch machen. Wir vereinen all diese Themen und es ist total egal, ob Ihnen dieser Baustein fehlt, ob Ihnen dieser Baustein fehlt. Wir können sie Ihnen nach Bedarf liefern oder wenn Sie da auch einfach keine Lust drauf haben, können Sie den auch einfach weglassen. Das ist kein Problem. Das Haus steht trotzdem stabil. Und so können Sie alles in einer Oberfläche integrieren. Sie haben nur noch einen Client offen, arbeiten nicht mehr mit verschiedenen Pop-ups, nicht mit verschiedenen Fenstern. Es ist alles integriert. Der Großteil ist automatisiert und der Mitarbeiter ist happy. Und das ist auch genau der Punkt, den ich am Ende jetzt gerne nochmal erwähnen würde, den ich zum Eingang schon erwähnt habe. Es geht um drei Instanzen
die nicht nur für uns sehr wichtig sind, sondern für Sie wahrscheinlich ganz genauso. An erster Stelle steht der Kunde. Wenn der Kunde happy ist, habe ich schon mal sehr, sehr viel richtig gemacht. Dann habe ich eine große Chance, dass er bei mir bleibt als Kunde, dass er vielleicht sogar nochmal wiederkommt. Das ist meine Prio Nummer 1. Und wenn ich das gegeben habe, was mit der Avaya Experience Plattform möglich ist, dann ist das schon mal ziemlich, ziemlich gut. Wenn ich jetzt als Fachbearbeiter, also als Mitarbeiter, auch noch mit einem glücklichen Kunden in Kontakt bin, dann kann das schon ganz schön meine Laune beeinflussen. Positiv natürlich. Wenn ich jetzt auch noch mit einem System arbeite, was das Ganze automatisch für mich festhält, ich keine große Nachbearbeitung machen muss, dann ist das noch attraktiver für mich und ich als Mitarbeiter bin auch zufrieden. Dann kann ich das Ganze noch mit meiner Work-Life-Balance kombinieren und dann sieht das schon wirklich rosig aus. Als Mitarbeiter zählen natürlich auch die Supervisoren. Wenn sie dann auch noch mit automatisierten Analysen und Reportings arbeiten können und ihre bestehenden Arbeitsprozesse automatisieren und optimieren können, schlägt das hier auch positiv aus. Und ganz am Ende natürlich steht das Unternehmen immer noch ganz oben, was natürlich auf die Ressourcen schaut, primär auf die finanziellen Ressourcen. Wenn ich also meine bestehende Investition schützen kann und keinen großen Mehrkosten habe, dann ist das Unternehmen auch happy. Und auch hier nochmal das Thema Ressourcen schont. Es wird Zeit gespart durch automatisierte Prozesse. Es wird Zeit gespart seitens der Mitarbeiter, indem ich mich direkt auf den nächsten Fall konzentrieren kann. Und hier spielen diese ganzen Themen wieder zusammen und das ergibt dieses einheitliche Ergebnis, diese einheitliche Plattform. Und das passt jetzt, ja, es passt schon zum Thema, aber diese Folie hatte ich ursprünglich gar nicht in dem Vortrag drin. Und in Vorbereitung auf die CCW habe ich mir die Website nochmal angeschaut und bin über den Slogan der Messe gestolpert. Das ist also nicht unser Slogan. Unite Human and Artificial Power. Und da dachte ich mir, irgendwie passt das. Irgendwie passt das zu dem, was wir als Avaya verkörpern, was ich Ihnen hier heute auch erzählen darf. Und das muss ich dann mit reinnehmen, weil ich finde, da schließt sich der Kreis dann auch wieder mit der Message dieser Messe. Wenn Kompetenzen von Mitarbeitern, wenn Wissen von Mitarbeitern und Fähigkeiten, die schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten sich als outstanding präsentiert haben, wenn diese jetzt noch angereichert werden von KI und künstlichen Intelligenzen und diese Mehrwerte aufeinandertreffen und die sich gegenseitig ergänzen, dann wird da ein Mehrwert generiert, den man nicht übertrumpfen kann, den eine KI nicht alleine schaffen kann, den ein Mensch nicht alleine schaffen kann und so das maximale Potenzial entfaltet werden kann. Und genau das zeigen wir Ihnen gerne bei uns am Stand. Da würde ich auch gerne noch mal kurz Werbung für machen, denn von dieser Plattform, die ich jetzt gesprochen habe, die möchte man sich natürlich am Ende auch mal anschauen. Und dafür habe ich die Experten bei uns am Stand, also kommen Sie uns gerne besuchen. Man sieht unten links von Ihnen auch nochmal, wo der Stand sich befindet. Also Sie hauen quasi einfach hier links drüben ab, bleiben auf der linken Seite, gehen in die andere Halle und dann landen Sie sofort bei uns am Stand und dann können Sie sich das gerne nochmal live in Action und zum Anfassen anschauen, wie sich das am Ende nicht nur aussieht, sondern wie das vor allem am Ende sich auch anfühlt. Zu guter Letzt bleibt mir nur noch übrig, mich bei Ihnen zu bedanken für die Aufmerksamkeit. Falls es noch Fragen gibt, dann würde ich sagen, können wir das gerne hier nebendran noch kurz im One-to-One besprechen. Finde ich immer schöner als in gesammelter Runde. Vielen, vielen lieben Dank.